Also, das Spiel an sich ist echt cool. Und wären diese Mission mit diesen Drohnenkämpfen nicht, könnte man das tatsächlich auch noch ein zweites Mal spielen. Aber nein, diese Drohnenkämpfe. M-m. Wenn du das sagst. Klar, hab alle abgeschüttelt. Brauchst du Unterstützung? Das bringt nichts. Los geht's. Los geht's. Erstmal Party. Schön, dass ich dich treffe, Hamish. Heißt das, du trittst dem Widerstand bei? Nee, Leute. Ich bin viel lieber selbstständig. Hier gibt es nicht genug Sprengfallen. Aber ihr seid nicht schlecht. Wer sonst hätte den Mumm gehabt, es mit Cass aufzunehmen? Ihren psychopathischen Anführer werden Albion schwer vermissen. Aber so schnell sind die nicht weg vom Fenster. Ich hoffe, Deadzack ist weiter kampfbereit. Wir haben übrigens noch hier unseren Gefangenen. Tja, Malek. Kriegst du ja eigentlich. Oh, du kriegst Hundefutter. Gut. Besser als nix. Der Sunny schon total dicht. Inspektor Caitlin Lau. Ich wusste nicht, dass Sie mit der Bürgerwehr sympathisieren. Ich bin auch nur ein Mensch. Und wir haben einiges zu feiern. Cass hat bekommen, was er verdient hat. Und ohne Mary sind die Kellys endlich mal in der Defensive. Deadzack macht es den üblen Typen hier ganz schön schwer. Bis die Polizei wieder Biss hat, bin ich auf Deadzacks Seite. Kann ich eigentlich... Ich möchte eigentlich gern Mura sein. Okay, das sieht jetzt natürlich ein bisschen albern aus. Eigentlich läuft hier sicherlich Musik, aber die mussten wir ja ausmachen, wegen Stream und so und DMCA. Deswegen ist das, aber so ungefähr muss man sich das, glaube ich, vorstellen, wenn man irgendwie so für den Fernsehen sowas dreht oder fürs Kino. Und alle tanzen sollen und dort einfach keine Musik läuft, weil die einfach nachträglich drüber gelegt wird. Naut, hat dein Hektivismus gerade Pause? Eine wohlverdiente. Dank uns denkt die herrschende Klasse zweimal nach, bevor sie sich mit London anlegt. Wenn die sehen, was mit Cass passiert ist, machen sie sich in die Hose. Die Zeiten ändern sich. Kämpft weiter und ich bin an eurer Seite. Bis später. Später. Du bist der Beste. Nein, du bist der Beste. Nein, du. Ich glaube, er wird wahnsinnig. Was ist so lustig, Malik? Sag schon. Dann verderbe ich mir doch den ganzen Spaß. Ich gebe einen Tipp. Gruselige Stimme, cooler Name. Eine kleine Drama-Queen. Oder habt ihr schon vergessen, dass Zero Day noch frei rumläuft? Ihr seht euch Albion an, den Sirs, die Kellys, sogar Sky Larson. Habt ihr mal in Betracht gezogen, dass ihr vielleicht eher in eurer Nähe suchen solltet? Wir haben ein Problem und müssen reden. Oh Gott, Irmgard lag da und ist schon... Also, alles klar? Ich verderbe ungern die Party, aber wir haben unerwünschten Besuch im Deadzack-Netzwerk. Und der lädt all unsere Technologie runter auf ein Remote-Gerät namens Drew Britannia. Was zur Hölle? Deadzack. Unser Name ist Zero Day. Wir trafen uns schon im letzten Leben. Diese Stadt brauchte einen Schurken und ihr wart perfekt für die Rolle.
Jetzt lasse ich euch einen neuen Part spielen. Während ihr fleißig versucht habt, diese Stadt zu retten, habt ihr uns für einen Krieg bewaffnet. Naja, wir kennen unsere eigene Rolle selbst nicht immer. Und manchmal, am Ende des Stücks, wartet der Tod. Shit! Ein Hacker von Zero Day hat alles gestohlen. Wenn ich eine gefühllose Maschine wäre, würde ich dich jetzt daran erinnern, dass ich dich vor Zero Day gewarnt habe. Verstanden, Bagley. Kannst du das Signal verfolgen oder nicht? Ich kann den Ursprung des Angriffs nicht exakt lokalisieren, aber der Admin hat über einen IP-Bereich für autonome Fahrzeuge auf die Festplatte zugegriffen. Hier sind die groben Koordinaten. Am besten gehst du gleich los. Okay, aber wir machen das mit Mura. Wir gehen jetzt hier raus und wechseln zu Mura. Ich habe dann zwar ein bisschen Angst. Ich habe dir die grobe Position des Signals des Zero-Day-Hackers geschickt. Wie gesagt, ich habe keine genauen Koordinaten. Also musst du das Gebiet absuchen. Viel Glück und pass auf dich auf. Okay, danke. Oh, wartet, ich habe noch was vergessen. Ich muss kurz raustappen. So. Bin wieder da. Wir sind Mura. Bereit für ein wenig Action? Da waren wir auch noch gar nicht. Ich würde sagen, wir nehmen uns irgendein Auto oder ein Motorrad oder so. Guck mal, ob wir das Signal geortet kriegen. Du machst alles nur noch schlimmer. Oder wir laufen einfach. Ich glaube, so weit ist es nicht. 200 Meter. Hallo Extreme. Schönen guten Abend. Du bist jetzt nahe am Ursprung des Signals, mit dem unser Netzwerk gehackt wurde. Das sind nur noch 150 Meter. Ich glaube, so nah ist das jetzt noch nicht. Der Ursprung des Hackersignals ist jetzt ganz in der Nähe. Es kommt aus einem Van. Perfekt! Wenn wir den Van finden, finden wir auch das Hacker-Arschloch. Ja, vor allem, das Ding ist doch... Der Van hat keinen Fahrer, scheint aber von bewaffneten Drohnen beschützt zu werden. Neuer Plan. Bleib nah genug dran, während ich das Steuersignal zurückverfolge. Okay, aber wenn ich draufgehe, bist du schuld daran! Ich werde es auf deinem Grabstein vermerken. Wo fährt der rum? Okay, GTA 5. I can speak English too. That's not a problem. So, good evening. Warum jagen die jetzt mich eigentlich? I'm stuck. What? I need to do that again.
That's not Russian, I'm very sorry. But I'm not speaking Russian. I think there's a big difference between Russian and German. Möglicherweise bewaffnet und gefährlich. Zentrale, wir haben verstanden. Ende. Zielperson bleibt zu Fuß. Wiederhole. Zielperson bleibt zu Fuß. Well, that's not looking good. Okay, wir machen das alles gleich nochmal, weil wir tot sind. Ziemlich gut an heute. Albion hat jemanden von uns verhaftet. Solange dir das nicht passiert, bist du heute mein Lieblingsagent. Danke, Bagley. Ich bin allzeit bereit. Ich dachte, dir wäre unsere Zusammenarbeit klar. Du riskierst da draußen Leib und Leben und ich kümmere mich um die harten Daten. Das kann ich aber nicht, wenn du nicht nah genug am Ziel bleibst. Ich markiere sogar den neuen Standort auf deiner Karte. Oh, danke, Bagley. Du bist so schlau und lieb und tust einfach alles für mich. Ich kann mir nichts Schöneres vorstellen. Ihr möchte gern Agenten. Kommen die wieder mit ihrer EMP? Warte, was für ein Auto kann ich nehmen? Fickt euch doch, ihr verschissen Schweine! Entschuldigung, ich brauche ein Auto. Was ist das? I do have guns, but I try to avoid using them. Which not always works, but sometimes it does. Teufel? Ist das normal? Die rücken mir jetzt ewig auf die Pelle, oder? Bis du sie abschüttelst, ja. Merkst du, wie hilfreich er ist? Okay, jetzt ist gleich unser Auto wieder. Die Zielperson ist nicht mehr im Fahrzeug. Ende. Person hat einen Unfall gebaut. Ende. Scheiße, Vorsicht! Oh Gott, wir verlieren gleich wieder den Kontakt. Wieder zurückgesetzt. Okay. Ja gut, dann machen wir das jetzt hier noch ein bisschen. Den Checkpoint durchquert. Vertraut, die Zielperson ist ausgestiegen. Steh auf. Okay, I'm stuck. Ich wiederhole, Verfolgung aufgenommen. So oder so ist gerade unser Zielauto. Zentrale, das dauert weg. Länger als erwartet. Ende. Ich setze dem jetzt ein Ende. Well, that escalated. Zentrale, wir verfolgen das Ziel.
meine, es ist die letzte Mission, ne? Dass wir jetzt hier am Ende nochmal ein bisschen zu tun haben werden und es eben doch nicht so einfach ist, habe ich mir ja schon gedacht. Okay, wir warten jetzt. Ich hatte sie fast. Wo ist sie hin? Bis unser Fahndungslevel abgelaufen ist. Gut, ich beende die Sache jetzt. Alle Einheiten zurückziehen. Ende. Es hat tatsächlich ziemlich gut funktioniert. Also es hat relativ lang gedauert, bis die mein Auto gestoppt haben. So, welches Auto nehmen wir denn jetzt? Eigentlich möchte ich ungern Auto klauen, weil dann hast du direkt schon Fahndungsstufe. Da ist keins. Alle Bewegung und es wird ganz schön ungemütlich. Verzieh dich, du! Wir nehmen das hier. Mach nur weiter so. Das ist nicht geklaut. Wir haben ja noch 3,5 Stunden Zeit. Ich dachte, dir wäre unsere Zusammenarbeit klar. Du riskierst da draußen Leib und Leben und ich kümmere mich um die harten Daten. Das kann ich aber nicht, wenn du nicht nah genug am Ziel bleibst. Ich markiere sogar den neuen Standort auf deiner Karte. Oh, danke, Becky. Du bist so schlau und lieb und tust einfach alles für mich. Ich kann mir nichts Schöneres vorstellen. Ihr möchte gern Agenten. Das ist schon seltsam. Er weiß sofort, dass er losfahren muss. Drohnen sind auf dem Weg zur Zielperson. Seht euch um. Nee, der ist einfach zu schnell. Einsatzleitung an alle Einheiten. Mögliche Feinde in ihrer Nähe. Verstanden. Leiten Festnahme ein. Hälfte ist geschafft. Nicht so schnell fahren. Danke. In Sicherheit. Verdammt, Fahrzeug im kritischen Zustand. Bitte steigen Sie sofort aus. Das ist gar nicht so einfach, wenn die dich mit der EMP erwischt haben. Steuert sich ziemlich kacke. Zielperson läuft zu Fuß. Ende. An alle Einheiten. Wir verfolgen die Zielperson. Zielperson hat eine Waffe. Ich wiederhole, die Zielperson hat eine Waffe. Ich bin unter Beschuss. Ich treff nix. Ich könnte Unterstützung gebrauchen. Ende. Das sind einfach Riesendrohnen hinter mir.
Okay. Ich glaube, sie haben mich verloren. Zentrale, wir verfolgen die Zielperson. Kein Sichtkontakt okay. zur Zielperson. Kein Sichtkontakt. Durchsuchen das Gebiet. Ich hätte einfach von Anfang an im Auto bleiben sollen. Ich hätte einfach gar nicht aussteigen müssen. Ich dachte aber, wenn die mich mit ihrer EMF oder Verfolgung EMP abgeschlossen. Das Signal, treffen, das den Van steuert, kommt aus dem Stockwell-Kriegsbunker. Könnte sein, dass Zero Day die ganze Zeit von da operiert. Wenn ja, haben sie wirklich einen Hang zum Dramatischen. Ach ja? Ich kann auch dramatisch sein. Sag mir, wo ich hin muss. Wir sind Mora. Und wir bleiben Mora. Jetzt du. Bist du bereit? Immer doch. Du bist in der Nähe des Stockwell-Bunkers, dem möglichen Zuhause der DedSec aus einer bösen Parallelwelt, die sich Zero Day nennt. Ihr habt uns verkauft, ihr Pisser! Ich hab die Schnauze voll von Kenny Gangstern. Komm hier einfach rein. Das gehört ihnen alles. Sie sind überall. Entführen Leute auf offener Straße. Drangsalieren uns. Bestehen. Ach, ist das der Schlüssel, den wir gerade runtergeladen haben? Wahrscheinlich. Der Aufzug, der in den Zero-Day-Bunker führt, wird durch ein seltsames Sicherheitssystem bewacht. Eine Art Nachahmungsspiel. Du musst das Rätsel lösen, um nach unten zu kommen. Wow. Das stammt nicht aus dem Zweiten Weltkrieg, aber wer hat für ein Upgrade gesorgt? Oh no. Ich kann das nicht. Ich habe richtig Probleme mit meinem Kurzzeitgedächtnis. Ich merke es immer wieder. Solche Spiele sind gar nichts mehr für mich. Das einladendste Clubhaus, was? Wenn ich überlege, wie sicher es oben ist, würde ich mit einigen unorthodoxen Abwehrmechanismen rechnen. Okay, hier geht bestimmt gleich voll windlos. Doch nicht. Irgendwas explodiert doch hier gleich. Ich bin mir sicher. Spooky? Fuck! Ich hab's zu spät gesehen. Kann ich? Piept noch was. Wo?
Was piept? Ja gut. Irgendjemand heult hier rum. Was ist das hier? Wer auch immer zu Zero Day gehört, die sind alle verrückt. Bleibt es jetzt hier so ein Rätselding? Oder... kommen hier auch gleich noch richtige Gegner. Ich höre es piepen. Ich kann es von hier nicht treffen, richtig, ne? Warte mal, wir müssen das von näher dran machen. Kommt hier noch was? Vielleicht noch ein Spidey-Bot? Oder so? Nee.